beim Böck, beim Böck. Also das ist eben das Urpositiv vom Rahmen für das Böck. Der hat 50 x 50 mm Querschnitt, das ja dann maximale Steifigkeit bringt. Noch breiter macht keinen Sinn, dann sind die Tretlager, die sind ja zu schmal. Das ist also das, was man realisieren kann. Und das ist, steht jetzt auf dem Kopf, also das ist unten. Und hier sieht man, dass der Rahmen praktisch nach oben geht zum sogenannten Wasserkasten, in dem sich das Wasser vom Regen im Scharnierbereich sammelt. Und das muss hier abgeführt werden. Das Wasser, was hier in der tiefsten Stelle sich sammelt im Wasserkasten, läuft dann in diese Trompete rein und läuft dann hier an dieser Rinne praktisch runter, läuft durch den Rahmen durch und läuft vorne aus der Maulöffnung raus. Gleichzeitig ist es ein belüfteter Rahmen, der also den Fahrtwind von vorne bekommt und zum Fahrer weiterträgt. So, und die Fahrerbelüftung funktioniert dann so, dass hier der Lufteintritt ist. Und hier fahrerseitig sind vier runde Öffnungen, durch die die Luft dann ausströmt. Hier kommt dann noch eine Schiene rauf mit den gleichen Löchern, die man verschieben kann, sodass man dann die Lüftung einstellen kann. Ja, das ist also die Funktion des Rahmens. Der wird natürlich auch sehr steif dadurch, dass er hier nach oben auch abgestrebt ist. In Sachen Sicherheit hat das auch einen Grund. Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass beim Frontalcrash der Rahmen zum Fahrer hingestoßen wird und hier irgendwie so eine Sollbruchstelle hat. Und dann, wo geht er denn jetzt hin, wenn du jetzt einen Crash hast? Es kommt ja dann von unten noch die Brücke. Das heißt, der hat so ein Y-Design. So. Und durch dieses Y-Design werden die Kräfte dann abgelenkt nach oben und nach unten. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Rahmen irgendwie gefährlich zum Fahrer gestoßen wird. Okay. Weil das ist ja ein sehr steifer Rahmen und wenn du mit hoher Geschwindigkeit in ein Hindernis prallst, dann sind da irre Kräfte drauf. Das haben wir verworfen und Eggert hat dann gesagt, Mensch, gib mir mal die Maße vom Bug, mach mir mal ein paar Abdrücke. Und er hat das dann auf den Rechner geladen und hat eine Trompete und das dazugehörige Rahmenstück gezeichnet und gedruckt, die dann ganz definiert ineinander passen. Und dann habe ich das hier eingearbeitet. Und die Krümmung hier vorne, das ist eine sehr kleine Trompete. Eggert hat sehr großen Wert darauf gelegt, aus aerodynamischen Gründen, dass die Fläche hier, die unterbrochen wird, durch die Austrittsöffnung, so klein wie möglich ist. Darum ist das also praktisch eine ganz kleine Krümmung. Jetzt kommt die Lichtöffnung hin, die ist dann drunter? Ja, die wird hier sein. Okay. Das ist ungefähr die jetzige Höhe bei anderen? Geht oder? Wahrscheinlich sogar etwas höher, weil der Bug ist etwas flacher abgeplattet und es ist etwas steiler hier hochgezogen. Und dann wahrscheinlich kann die Lampe sogar etwas höher sitzen. Das ist also der obere Teil des Rahmens. Ich zeige noch mal den unteren. Das ist die Brücke, die praktisch von unten hochkommt und hier verklebt wird. Das ist aber jetzt eben nur die Negativform. Die ist natürlich größer, darum klappert es jetzt. Die Brücke hat die Eigenschaft, dass sie eben auch sehr steif ist, weil das hier eine Dreieckstruktur ist, also wie ein unverschiebbares Dreieck. Ich habe es so schmal wie möglich gemacht. Das ist 2,5 cm schmaler. Das heißt, ja, zwischen den Beinen hast du ein bisschen mehr Freiheit dann. Ich habe zusätzlich die Absteifung nach oben. Also das müsste super brutal steif sein. Das ist dieses Y-Design, wo dann die Kräfte auch sich neutralisieren beim Crash. Ja, und natürlich umgekehrt hier dann eingeführt und braucht auch noch die Freiheitsgrade, um hier über den Wasserkasten rüberzukommen nachher mit dem Klebeflansch. Das ist jetzt gerade so hingezirkelt, dass der Freiheitsgrad hier vorne in der Aufnahme so groß ist, dass man hier komfortabel durchkommt für die Verklebung. So, dann wird dieses Teil verklebt und dann kommt danach die Brücke. Da kommt man ja praktisch hier durch die Einstiegsöffnung so ran, setzt es auf und klappt dann das Ding hier auf den Quertunnel vom Radkasten. Das ist ja jetzt umgekehrt. So.
Und das funktioniert eben auch, ohne dass es irgendwo sperrt. Wie ist es gewichtsmäßig, Jens? Es ist natürlich so, durch die Abstützung oben und unten hast du statisch einen riesen Vorteil, als wenn du das nur nach einer Seite abstützt. Mhm. Theoretisch kannst du dadurch im Material enorm sparen, weil du es dünner laminieren kannst, weil es eben durch die Statik schon steif ist. Insgesamt brauchen die beiden Teile wirklich nur minimal dick laminiert zu werden und trotzdem, wenn sie eine sehr hohe Steifigkeit haben. Da werden natürlich auch hier Roofings eingelegt, die das hier dann übernehmen. Und das muss nicht der ganze Körper.